Herzlich willkommen bei 21 BauTV. Heute wieder eine kleine Aktualisierung unserer Übersichtskarte. Wobei ich sagen muss, nur neue Webbilder kommen rein, die Tabelle bleibt gleich. So, ein bisschen reinzoomen. Was ist neu? K5 ist betoniert. Deswegen machen wir mal das Update. Bei der Gelegenheit können wir K20 beobachten und auch hier die Schwindgasse. Hier, die beiden sind noch recht hellgrau vom Armierungsstahl und beim Update werden wir sehen, es ist viel dunkler, ist also viel mehr Material drin. Dann wird noch was passieren bei K6 und hier hinten auf BA19. Und das machen wir jetzt mal. Also K5 ist fertig betoniert und an der Armierung der Hutze wird gearbeitet. Die Schalung, die Innenschalung der Hutze ist drin. Schwindgasse ist schon richtig schwarz und auch bei K20 ist viel mehr Material drin. Bei der Schwindgasse sehen wir jetzt die ersten Baustahllagen im unteren Bereich. Und dann kommen da welche im oberen Bereich rein und die haben einen längeren Weg. Das wurde so versetzt gemacht, ich nehme an, aus Stabilitätsgründen. Bei der Gelegenheit vielleicht mal einen kurzen Blick auf Wikipedia. Also wenn wir das so sehen, es sind immer unten viele Stahllagen, Baustahllagen drin mit 32 mm Baustahl und weiter oben und dazwischen Verbindungsbaustahl, Stege. Also man kann sagen, es wurde ein Stahlträger abgebildet, nur nicht aus Vollmaterial, sondern aus einzelnen Strängen. Oben viel Material und unten viel Material und dann noch verbunden. Man kann sich das so vorstellen, der Doppel-T-Träger, wenn ich oben drauf drücke, dann muss es das untere auseinanderziehen und das ist natürlich schwierig und deswegen hält er mit der Form sehr viel Kräfte aus. Deswegen wurde mit dem dünnen Steg unten eine große Volumenfläche, viel Material geschaffen, sage ich mal. Die Fachleute langweilen sich vielleicht, aber Fachfremde wie ich, die hören sich gern solche Erklärungen an. Gehen wir wieder zurück. Ich nehme diesmal direkt die Webcam. Ja, vielleicht mal aktualisieren. Also, das zum Thema, wie lege ich den Stahl rein? Hoppla. Beim Klicken springt er immer nach oben links. Also hier ist jetzt schon viel Stahl drin und sobald wir diese Kante sehen, dass es hier auch geht, dann wird am oberen Teil der Armierung gearbeitet. Hutze haben wir gerade erklärt von K5. Ja, und K6 bekommt die ersten Schalungselemente. Also K6 ist das nächste. K6 ist die nächste Kelchblüte, die armiert und dann gegossen wird. Dann haben wir hier noch einen kleinen Blick. Schwindgasse BA17 in der Seitenwand. Schalung ist drin. Ich nehme an, die Armierung beginnt. Was haben wir noch gesehen? Was sehen wir noch auf der Webcam? Die kleine Rampe ist weg mit dem Schotter und das bedeutet, die Verfüllung hier neben der BA19 Außenwand ist abgeschlossen. Hier sehen wir noch einen Bagger, der ist noch am Verfüllen der anderen Seitenwand, also dem Spalt. Und hier sehen wir eine besondere Konstruktion. Könnte man denken, das wird das Widerlager zur Brücke rüber für den neuen Personensteg, damit wir den Steg hier hinten
abbauen können und dann kann BA21 gebaut werden. Und wir sehen noch BA19 hier, der mittlere Abschnitt mit dem Südausgang ist jetzt fertig betoniert. Da haben wir schon berichtet, aber jetzt nochmal mit der Webcam hier zu sehen. Dann sehen wir sehr schön die neue Stadtbahnhaltestelle. Naja, sehr schön ist übertrieben, ne? Schön pixelig, aber sie ist im Bild und sie geht ja am 12. in Betrieb. Also in 2 Tagen, wenn wir hier das Datum sehen. Heute ist ja der 10. Hier unten wurde ein Schalungselement von dem Restkelch abgestellt und das würde bedeuten, das passt ja, also ist mir jetzt erst aufgefallen, während ich das Video drehe. Wir gehen mal zurück. Dann können wir doch hier, wo sind wir, weiter unten, R9, da können wir die Farbe ändern. So, jetzt muss ich bitte überlegen, wo sind die Farben? Na also, dann haben wir doch eine Aktualisierung in der Tabelle. Gehen wir mal hoch, R9. Das war der falsche Knopf. Da oben muss ich füllen. Das ist die falsche Farbe. So, jetzt passt's. Sehr schön. Ja, und dann blicken wir nochmal hier rein. Webcam Turm 1. Wir sehen K11 und R5 im Moment als Hauptattraktion. Und wem es auffällt, selbstverständlich ist nicht aktuell. Jetzt ist aktuell. Wir sehen bei R5, ich mache nochmal zurück, ändert sich einiges an Material. Mein letztes Video durch diese Plexiglasscheiben hat gezeigt, da ist jetzt schon einiges an Material drin. Und das sieht man jetzt auch hier auf der Webcam. So, und jetzt möchte ich noch auf etwas Besonderes hinweisen, nämlich BA1 Nord wird betoniert. Und zwar, wir haben ja BA1 bis hierher, das habe ich dann BA1 Süd bezeichnet und das BA1 geht aber ganz bis zum Tunnel und deswegen sage ich jetzt mal BA1 Nord. Da war die Bodenplatte, da konnte ich mal einen Schnappschuss mit Video erhaschen. Zu einem Drittel betoniert, geschätzt ein Drittel. Und heute, schätze ich mal, wird der Rest betoniert. Ich schalte gleich nochmal um auf die Webcam Bundesbahn Direktion Nord. Aber vorher sehen wir dem hier zu. Also hier geht es weiter mit Verfüllung. Hier oben haben wir neulich gesehen, war noch ein Rohr zu sehen, Wasserrohr, Abwasserrohr, kann ich jetzt nicht genau feststellen, aber jedenfalls ist der Bereich zu. Da geht es weiter. Bevor ich umschalte, nochmal auf Aktualisieren. Ja, also die sind noch fleißig am Betonieren. Das ist auch klar, das ist eine Riesenplatte. Und jetzt schauen wir uns von dieser Webcam hier das Ganze an. Da, das weiße Kästle, und zwar Bundesbahndirektion Nord. Und da sehen wir schön 3 Pumpen. Eine steht unten in den neuen Zugangstunneln, eine steht hier und eine steht oben über dem Portal. Und deswegen denke ich auch, die komplette Platte wird fertig gemacht, wenn man da 3 Pumpen im Einsatz hat.
Da fließt, Achtung, jetzt kommt die graue Pampe rein. Ich drücke mal auf Aktualisieren, denn das ist noch von vorhin, 10:15 Uhr von heute Morgen. Jetzt ist Mittagszeit und die ist noch fleißig dran. Und man sieht hier im Winkel, die sind sehr weit rüber und es bestätigt meine These, dass die komplette Platte betoniert wird. Der erste Teil, der ging ungefähr bis hierher, unten, ist nicht gut einsehbar, aber wenn ihr mal zurückblättert im Kanal, ja, ist so ähnlich wie Betonieren BA1 Nord, dann hat man einen guten Einblick darüber. Und was man von der Webcam auf jeden Fall noch sieht, ist, Moment, jetzt muss ich erst nochmal klicken, ist immer, dann hüpft er da oben ins Eck, egal, sind wir schon wieder da. Hier, na, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Also, was sehen wir hier? Die Seitenwand. Es ist sehr schwarz, pixelig, aber man sieht ein Gerüst und ich nehme an, das ist die Schalung. Vielleicht ist es aber auch Armierungsstahl. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, was wir auf jeden Fall beobachten werden, ist, wie die Seitenwände, also ich meine über die Webcam, wie die Seitenwände und auch Zwischenwände entstehen und spätestens die Deckenplatte kann man gut mit der Webcam beobachten und die Deckenplatte, die muss ja von hier mein sogenanntes BA1 Süd auf Tunnelportal rund, muss ja so schräg rüberlaufen, ein bisschen angepasst werden. Das war's von heute und beim nächsten Mal werde ich auch noch ergänzen eine vierte Folie, also die zweite kennt ihr schon, der Blick Bahndirektion Süd auf BA 1911. Dann haben wir noch hier, das blende ich mal aus, die Schalungssätzeübersicht und das hier habe ich mal bei Kommentaren reingeklebt. Ich glaube, es ist ein Jahr alt und zwar der Stand der Bodenplatte. Es hat sich massiv verändert und ich möchte das dann auch umschreiben, dass wir mal eine Übersicht haben von kompletten Fertigstellungen. Wir haben ja die BA 2 und 3 und 8, 4, 5, 6, 7 ist eh fertig, das ist die SSB. Also es sind einige fertig. Die BA22, die ist unter der neuen Stadtbahnhaltestelle bzw. unter den Zugangstunneln, ist fertig. Und was noch fehlt, ist die 21 und die 23. Und wie gesagt, diese Liste war mal wegen der Bodenplatte. Und das kann man ja umändern auf komplette Fertigstellung von Bauabschnitten. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Ciao.